Der Kaab ibn Malik hat ja eine Sache, interessante Sache gesagt. Er sagte: Ich weiß, dass mich nichts anderes gerettet hat als die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: As-Sidqu yahdi ila al-Birr. As-Sidqu yahdi ila al-Birr. Was kommt danach? والبر يهدي للجنة ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Aber erinnert euch, wir haben schon mal in dem Unterricht zum Muhtasar Minhaj al-Qasidin erwähnt, Wahrhaftigkeit ist nicht immer nur die Wahrhaftigkeit der Zunge. Aber wie dem auch sei, meistens versteht man das. Er sagte, die Ehrlichkeit führt zum Birr. Al-Birr ist die Tüchtigkeit. Und Tüchtigkeit führt zum Paradies. Und ein Mensch strebt inbrünstig danach, ehrlich und wahrhaftig zu sein, bis er bei Allah als Siddiq sozusagen aufgeschrieben wird. Und das Gegenteil sagt er über die Lüge. Lüge, Verlogenheit führt zum Fujur, wie sagt man, zum Frevel. Und das zeigt uns auch, dass gute Handlungen zeugen. Al-Hasana, Ibn al-Qayyim sagte das ganz schön, er sagte: Min thawab al-Hasana, al-Hasana tu ba'daha. Es ist eine Entlohnung, der Hasana ist die Hasana, die danach entsteht. Die wird die Hasana mit der Möglichkeit vergolten, eine neue zu tun. Und eine Bestrafung der Sayyi'ah, der schlechten Tat, ist die schlechte Tat, die durch sie gebärt wird. Das ist wie so ein Kreis dann. Das ist wie ein Kreis, ein Teufelskreis, wie man das nennt. Wenn man drin ist, dreht man sich und dreht man sich. Und man muss damit einen schwierigen Bruch machen. Das ist wie dieses Beispiel. Dieses Beispiel finde ich sehr. Ich finde das Beispiel sehr schön und das versinnbildlicht das Ganze. Hat mir mal erwähnt, Al-Ghazali erwähnt das. Im Mukhtasar Minhaj al-Qasidin hat er das übernommen. Erinnert euch an dieses Beispiel, wo er gesagt hat: Wenn du eine Kuh hast, eine Kuh ist ein schweres Ding, kräftig, kannst du nicht einfach wie ein Schäfchen rumziehen. Er sagte: Wenn du mit dieser Kuh durch einen Tunnel gehen musst, einen engen Tunnel, wann solltest du das Tier am besten schon bewegen? Also du möchtest das abhalten davon, Affen. Du möchtest das Tier abhalten. Das Tier läuft Richtung diesem Tunnel. Aber wenn du drinnen bist, kannst du das nicht mehr nach links drehen und nach rechts drehen. Du musst es rückwärts wieder zurückholen und das ist viel anstrengender. Das Tier macht da wahrscheinlich nicht mit. Das will dann einfach weiter durchlaufen, bis es am anderen Ende rauskommt. Deswegen am besten und am einfachsten ist es, dass du das Tier schon wendest, nach links oder rechts drehst, bevor es in diesen Tunnel eingetreten ist. Und das ist das Gleiche hier. Und deswegen sollte man versuchen, schlechte Handlungen nicht zu Gewohnheiten werden zu lassen. Schlechte Handlungen können passieren und das passiert und jeder ist davon betroffen, aber man muss versuchen, daraus keine Gewohnheit werden zu lassen.